Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir uns gegen die Diakone des Abgrunds, ein bisschen dämlich angestellt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, was ich eigentlich zu tun habe. Heute möchte ich gerne nochmal hingehen und mein Glück wieder versuchen. Ich weiß gerade gar nicht mehr so recht, wo ich lang muss. Das ist der falsche Weg. Ich glaube, ich muss diesen Aufzug hier nehmen, ne? Ja, heute möchte ich mich dann mal gut anstellen. Ich habe jetzt ja so ein bisschen gecheckt, was ich machen muss. Ich muss also immer den einen Diakon angreifen, der gerade diese Flamme bei sich hat, dieses orange Leuchten. Und nach dem Phasenwechsel ist es ja dann dieser Priester mit dem langen Stab in der Hand. Und dann müssen wir den auf jeden Fall angreifen. Mal schauen. Da habe ich mir überlegt, ich werde vielleicht vorher seine Leibwachen, nenne ich es mal. Das sind ja ein paar von den Gegnern da, die einen so ein bisschen auf die Nerven gehen dabei. Die muss ich dann vorher mal aus dem Weg räumen. Ach, was soll's, ich renne hier durch. Ah ja, okay, das war gut. Ich renne doch nicht durch. Ach, was mache ich denn mit dem Bogen hier? So. Ja, ich bin gerade relativ... Ach, warum ist denn das schon wieder so laut auf meinen Ohren? Junge, Junge. Hey du, Arschloch. Erschreck mich nicht so. Ich bin gerade noch ein bisschen schläfrig. Mal schauen, wie lange ich brauche, bis ich hier vernünftig spielen kann. Aber ich glaube, das wird keine 5 Minuten dauern. So, okay, wir gehen jetzt wieder hier rein. Hier drin ist dann auch schon gleich der Bossraum. Vorausgesetzt, ich täusche mich nicht. Aber eigentlich müsste das stimmen, ne? Hier lang und dann runter. Oder hoch. Ich sag mal hoch. Okay. Ja, es ist. Ich habe jetzt gestern die andere Aufnahme gemacht, heute die neue wieder. Na, ich habe mir jetzt... Ach, ich muss runterfahren, genau. Ich habe mir jetzt eine kleine Auszeit genommen, weil ich dann gestern ganz schön fertig war nach einigen Aufnahmen. Ja, und heute möchte ich, wie gesagt, gleich zum Boss durchrennen. Alles andere ist irrelevant. Die ganzen Biester hier, die lasse ich einfach links liegen. Und ich denke, das sollte kein Problem sein. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen besser anstellen, hoffentlich. Hoffentlich ist gut. Hilfe. Das wäre natürlich auch so eine Sache, die mit Hilfe natürlich nicht schlecht wäre, ne? Versucht Rundumschlag, das habe ich nicht. Versucht Schwungangriff. Ist das etwa Feind? Oh ja, das ist ein Feind. So, wo finde ich denn meine Seelen? Die würde ich gerne erstmal einsacken. Da liegen sie. So, da sehen wir schon mal welche. Alter, willst du mich verarschen? Wie schnell ging das denn? Erstmal meine Seelen einsacken. Ich weiß nicht, 2500. Okay, das ist nicht so wild. Na super, und wie soll ich jetzt an den rankommen? Und Feuer, aufpassen. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt ein bisschen besser auszuweichen, wenn die mit ihren Feuerangriffen kommen. Oder wenn der Dicke angesprungen kommt. So, da wechselt wieder die Flamme. Wo ist sie hin? Zu dem hier vorne, das ist natürlich praktisch. Autsch. Geht er jetzt zurück, weil der derjenige ist? Ja, sieht so aus. Komm schon. Geh weg, du. Sackiger Sack. Alter. Ich bin sogar noch weggerollt, ne? Es hat einfach nicht geklappt. Ja, und schon geht's wieder richtig beschissen los heute. Nicht schlecht. Ich weiß gerade nicht so recht, wie ich da rankommen soll, wenn ich ehrlich bin. Du gehst mir wirklich auf die Nerven, Dicker. So, hätten wir den erstmal weg. Immerhin einer. Einer weniger. Ja, im Prinzip muss man wirklich nur versuchen... Ja, jetzt wo ich hier war, tauscht das wieder. Es nützt mir bloß immer nichts, wenn das halt in der Mitte drin ist. Derjenige, der da hier, der, ne? Anzugreifende Diakon ist. So, ich komme da wirklich nicht ran. Müsste doch das mal umfallen, oder? Ja, genau. Aber auch das bringt mir nichts. Also, ich glaube, ich muss hier viel Geduld aufbringen, um da den richtigen mal zu erwischen. Ja, jetzt immer, wenn ich in der Nähe bin von demjenigen, geht das wieder weg. Ah, hier, jetzt der. Autsch. Komm schon. Okay, den hätten wir. Das war der erste Treffer auf den Boss quasi. Jetzt wieder außen rum, hinten ist der andere. Ja, es ist ein bisschen tricky, das hier zu schaffen. Aber da habe ich zu spät reagiert. Alter, ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen treffen lassen, es hilft alles nichts. Ah, lass die Flamme wieder weg. Das Gute ist, mit der Zeit hat man den ganzen Leuten dann auch mal ein bisschen... Ach, den habe ich nicht kommen sehen. Schaden gemacht. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das mal wechselt, weil dann ist der andere wieder direkt, ne? schon geschadet. Dem wurde schon, Alter, was erzähle ich denn? Schon angekratzt, meine Fresse. Ich war gerade so nah dran und habe ihn nicht erwischt, meine Güte.
Dieses Feuer ist eigentlich das, was mir hier die ganze Sache ein bisschen schwierig macht. So, ausweichen. Alter, ich kann diesen Feuer nicht ausweichen. Oh, und sprechen kann ich gerade auch nicht. Hab gerade schön genuschelt, wie so ein Idiot. Ja, ich werde die versuchen, alle ein bisschen zu schwächen, dass ich, wenn ich dann wirklich mal in die Situation komme, dass es wechselt, dann schon ein bisschen Schaden drauf habe. Ah, das war ein bisschen doof. Na, der Dicke könnte es jetzt mal werden, das wäre gut. Komm schon. Ich kann diesen blöden Feuer nicht ausweichen, das ist doch nicht normal. Da ist er. Okay, das ist gut. Ist mir egal, ich hau's drauf. So. Und ein Trank. Ja, ich sollte versuchen, dass ich wenigstens die Hälfte der Tränke aufbewahre, bis ich dann... Ja, toll, der Dicke. Bis es dann zum richtigen Kampf geht. Nein. Jawohl, erwischt. Sehr gut. So, wie gesagt, das ist halt das, was ich meinte, ne? Wenn dann die ganzen Gegner schon ein bisschen angekratzt sind, dann ist es auch nicht mehr so schwer, mal denjenigen, der derjenige ist, zu erwischen, während er schon nur noch halbe HP hat oder sowas. So, hier rüber wieder. Da ist er. Nicht mehr als zwei Schläge, sonst wird es ein bisschen kriminell. Jawohl, wieder erwischt. So, jetzt müsste es dann langsam mit der nächsten Phase losgehen, nehme ich mal an. Ja, es geht wirklich los. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, die hier erstmal Platz zu machen. Und weg da. Die dicken vor allem, also die blauen hier, die will ich unbedingt tot haben. Bevor irgendwas weitergeht. Boah, mit der Phase hier. Komm schon. Es ist immer noch so mega laut auf meinen Ohren. Meine Fresse, ich habe jetzt schon sowas von runtergedreht. So, jetzt verstehe ich mich auch selbst wieder und das ist immer ganz gut. So, wir locken mal die Meute weg. Die Großen, ne? Also da hinten die Dicken, die werden bei dem Haupttyp bleiben. Das heißt, wo schießen die denn alle hin, ey? Ah, das ist nicht cool jetzt. Ich habe auch gelesen, ich habe mir abends mal schlau gemacht, weil mich interessiert hätte. Wow, genau. Es soll ein übelster Nebel kommen und durch die Statue durch, ist klar. Und jetzt wird man verflucht und das ist halt richtig schlecht. Oh shit. Verflucht. Und tot. Nice. Okay. Ja, äußerst, äußerst nice. Ich wusste nicht so recht, was verflucht genau bedeutet. Ich weiß nur, dass ich jetzt bloß eine halbe AP habe, oder? Nee, scheint nicht so. Okay, was hat das dann zu bedeuten? Habe ich denn eigentlich noch eine Glut? Ja, ich habe noch eine Glut und ich benutze sie nicht. Mann, bin ich doof. Zack, okay. Scheinbar ist das mit dem Verfluchen nicht mehr so wie früher. Also früher war das so, wenn du verflucht wurdest im ersten Teil, dann... Was steht denn hier? Niederlage voraus, ja, toll. Wenn du verflucht wirst, dann bedeutet das, dass du stirbst und dass deine Hälfte, also dass deine HP auf die Hälfte reduziert wird, dauerhaft, also permanent. Na, das heißt, ich hätte jetzt noch ungefähr so viel HP wie meine Ausdauer, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das haben sie scheinbar nicht mehr so. Okay, jetzt weiß ich also, was das mit dem Verfluchen auf sich hat. Ich dachte, das läuft ein bisschen anders, deswegen bin ich da jetzt erstmal weggerannt. Und ich dachte auch, dass nicht der ganze Raum voller Nebel ist, sondern nur ein Teil. Alter, stirb doch. So. Ja, deswegen war ich da jetzt ein bisschen, naja, fehlinformiert, sag ich mal. Bam. Komm schon. Na, das war zu hoch. Ach, du Penner. Gehst mir auf die Eier. Komm mal her, Kollege. Wir machen das jetzt hier schnell zu Ende. Oh, da kommt schon der Nächste. Das ist nicht gut. Oh, fuck. Den weichen wir mal gemütlich aus. So, und ich habe mir auch gleich. Zack. Ja, ich töte die hier, weil die müssen uns eventuell zu sehr auf die Eier gehen. Gut, also wie schon gesagt, ich war ein bisschen schläfrig. Ich schätze mal, deswegen lief der Bosskampf auch gerade nicht so gut. Ich weiß jetzt auch, dass ich diese Typen, die den Nebel erzeugen, unbedingt töten muss, sonst sterbe ich. Habt ihr ja gerade gesehen. Ich wollte es euch eigentlich nochmal zeigen. Ne? Ich hätte jetzt übrigens nicht gedacht, dass ich tatsächlich nochmal sterbe bei dem Boss. Das ärgert mich fast ein bisschen. Aber naja, gerade wenn man sich da nicht informiert. Ich habe nur mal gelesen, was es mit diesen blauen Robentypen auf sich hatte. Das wollte ich mal wissen, weil ich dachte, dass die vielleicht irgendwas Besonderes sind. Sind sie im Prinzip auch, denn es sind die Leibwächter, die den Boss quasi verteidigen, den richtigen dann in der zweiten Phase. Und deswegen ist es ganz gut, das zu wissen. Ich renne jetzt auf jeden Fall durch. Gleich. Ich werde mich jetzt gar nicht weiter hier mit den Leuten befassen. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt mit ein bisschen mehr Geschick in diesen Kampf gegen die Diakone des Abgrunds
Ein Taucher. Die Seelen, die da von mir liegen, die sind mir jetzt eigentlich relativ Latte. Die werde ich einfach mal links liegen lassen, außer ich laufe mal zufällig drüber. So, geht's los. Kann ich direkt drauf gehen auf den? Ne, was war das für ein komischer Angriff? Verstehe ich nicht. So, wer ist der Nächste? Kommt schon. Feuer. Ich muss dem Feuer echt mal ein bisschen mehr ausweichen. Ich wurde jetzt gerade im letzten Kampf so oft von dem Feuer getroffen, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Sag mal, läuft der wirklich nach hinten weg? Alter, und schon werde ich wieder getroffen von dem Feuer. Ich muss auch mir echt angewöhnen, seitlich wegzurollen von denen. Von den Feuerangriffen, sonst werde ich immer wieder getroffen. So, ich werde es einfach mal ein bisschen anknacksen. Feuer! Denn momentan ist es gar nicht mal so leicht, den richtigen jetzt auszumachen und dann noch zu treffen. Und dann drei, vier, fünf Mal drauf zu schlagen. Gut, eigentlich reichen drei Attacken, ne? Ist immer ein bisschen schwierig. Und Feuer. Ja, und nochmal Feuer. Okay. Hier ist der Dicke. Okay, der ist die. Alter. Es sind leider so viele Gegner, dass man nicht unbedingt es leicht hat, den richtigen schnell mal anzuvisieren. Okay, wunderbar. So, wer ist der Nächste? Da hinten, okay. Ja, ihr seht schon, ne? Das ist ziemlich chaotisch, der Kampf. Auch wenn es am Anfang nicht unbedingt danach aussah. So, ich komme. Ach, wie ist es wieder ein Dicker? Wollt ihr mich verarschen? Ausweichen. Immer schön gemütlich ausweichen. So, da ist er. Okay, der hat noch volle HP. Das werde ich nicht mehr schaffen jetzt. Man hat auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die sich nach hinten verziehen, oder? Diejenigen, die gerade der Richtige sind. So. Okay. Ich habe ihn gesehen. Hab ihn lokalisiert. Jetzt wird er platt gemacht. Okay, erwischt. War ein bisschen unorthodox, wie ich ihn gerade angegriffen habe, aber was soll's. Alles halb so wild. Ach, da ist er noch geschickt nach hinten gegangen in dem Moment, wo ich ihn hatte. Und hat sich wieder wunderbar in die Massen verdrückt. Ja, ja, das ist genauso das Problem, was ich halt meinte. Okay, ich müsste ihn erwischt haben. Ich habe jetzt einiges platt gemacht. Nee, ich glaube, das hat nicht geklappt irgendwie. Also zumindest, obwohl die HP von dem Boss, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lasse mich hier sogar mal gerne treffen, das macht eigentlich nichts. Oh, fuck, das war ein bisschen dämlich. Ah, meine Nase krabbelt, nein! Das ist ein richtig beschissener Zeitpunkt für sowas. Ich sollte, oh, das ist perfekt hier. Das ist perfekt, dass es den jetzt gebrochen hat. Der hier so schön abseits von dem Rest steht. Also ich darf dann in der zweiten Phase auf keinen Fall zu defensiv werden. Jawohl, Alter, geht mir doch mal nicht auf die Nerven mit eurem blöden Feuer. So, das war der nächste Treffer. Wo ist der? Oh, es geht schon los, okay. Jetzt aufpassen, wenn die zuschlagen. Es ist auch so, dass ich den nicht mehr direkt platt machen muss. Ich muss darüber. Ich muss die Typen, die Zauber hier machen, wegmachen. Na, komm schon. Alter, wieso zieht mir denn das Feuer auf immer so viel ab? Okay, ich könnte mal einen Trank schlucken, das wäre ganz gut. Oh mein Gott, ey, wie soll ich das denn schaffen? Junge, Junge, das wird... Das sind auch sowas von umkreist gerade, die Leute, die mit den Schattenwolken da. Das sind aber die, die ich unbedingt angreifen muss, wenn ich ja nicht wieder verflucht werden möchte. Ich glaube, jetzt geht's gleich los mit dem Fluch. Scheiße! Schon. Mist, da kam schon wieder diese andere Schattenwolke. Ich muss die jetzt erstmal ein bisschen weglocken von der Masse. Also ich muss die Masse von den Großen weglocken, sonst habe ich hier ein Problem. Puh, okay. Gar nicht mal so easy. Gar nicht mal so einfach. Das ist ein nerviges Feuer. Also ohne Mist, das Feuer ist, dass es mir so ein bisschen am meisten auf die Nerven geht. So, ich laufe mal außen rum und versuche mal ranzukommen an ihn. Ach, fuck. Das war jetzt richtig doof. Ich hätte ihn wunderbar erwischen... Alter, erwischen können. Die wollte ich unbedingt töten hier, die Blauen, aber... Die werden wahrscheinlich auch wieder auferstehen. Jetzt habe ich auch... Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Verfluchen gehen wieder los. Komm schon, stirb! Okay, es geht wieder runter. Alter, ey, diese Feuerattacken. Junge, Junge, Junge. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, es ist auch kaum möglich, da mal ranzukommen.
wieder getroffen. Ich lasse mich von diesem Angriff immer treffen. Und die Verfluchung kommt wieder. Na super. Das schaffe ich niemals mehr. Alter, ich sterbe schon wieder. Ich glaub's nicht. Zack. Alter Vater, wie soll denn das bitte möglich sein? Also das ist ein Boss, der mir gerade echt zu schaffen macht. Also, aber so sehr zu schaffen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich ihn schaffen soll. Gibt es Resistenzen gegen Verfluchungen oder gegen Feuer oder irgendwas? Ich brauche eigentlich hier keine so fette Rüstung. Upsala, Fluchresistenz 12. Ich werde jetzt mal voll auf Fluchresistenz gehen, falls das irgendwie möglich ist. Zaubererkapuze. Was war das andere? Feuer. Feuer ist auch besser hier. Noch irgendwas? 31, Kapuze einer Maid. Okay, dann nehmen wir das. Robe einer Maid. Ja, ich mache mal meine Fluchresistenz hoch mit der Maid-Rüstung. Ich hoffe mal, dass es das Beste ist so. Aber es sieht schon danach aus. Ja. Ui. Rock einer Maid. Ja, und die Feuerresistenz scheint auch ganz gut zu sein. Also zumindest in einem vernünftigen Maße. Tja, wow. Das ist krass. Ich glaube, die Glut zu benutzen kann ich mir hier auch sparen. Denn, naja. Ich habe meistens nicht das Problem, dass meine HP nicht ausreichen, sondern dass ich durch den Fluch sterbe. Okay, na kommt jetzt mal der Fahrstuhl. Wie lange dauert denn das hier? Ja, okay, also versuchen wir es jetzt nochmal. Das wäre dann Versuch Nummer 3. Als ich das erste Mal in dem Bossraum war, gestern, als ich die letzte Folge aufgenommen hatte, dachte ich mir noch, wow, das ist ja mal ein einfacher Boss. Aber, naja, alle gemeinsam sind wir stark. Na, haben die schon mit ihrer Masse da echt was zu melden. So, ich renne jetzt hier wirklich durch. Ist mir jetzt egal mit den Leuten. Wow, die Reichweite war ganz schön weit. Okay, gut, ich lasse mich natürlich nicht unterkriegen davon. Das passiert halt, dass man bei Dark Souls 3 auch mal stirbt. Auch mal öfters stirbt. Kommt durchaus vor. Was soll's, ich will es aber wissen. Jetzt haben wir die vermutlich passende Rüstung. Ich sehe so scheiße aus, ne? Also das meine ich übrigens mit der Aushöhlung. Das habe ich gestern erzählt, auch in einer der Folgen. Dass die Aushöhlung einen wie ein Zombie aussehen lässt. Und ja, genauso sehe ich aus. Aber was soll's, mir ist es eigentlich egal, wie ich aussehe. Hauptsache, ich kann kämpfen und komme hier irgendwie zu dem Boss durch. Ach Gott, ey. Ja, das ist echt ein bisschen ärgerlich. Ein Versuch machen wir jetzt noch in der Folge. Und danach, ne, schauen wir mal. Ja, die Seelen habe ich tatsächlich liegen lassen jetzt. Aber es ist auch wirklich egal mit den Seelen. Die interessieren keinen Menschen hier. Die 3000 oder was das war, ist wirklich Boogie. So, jetzt versuche ich mal schnell in die Mitte zu rennen. Und den Typ zu treffen. Und schon kommt wieder der erste Feuerangriff. Okay, das war der erste Treffer. Das war nice. Weg da. So, der nächste ist schon wieder hier links. Schön weit außen auf jeden Fall. Aua, Feuer, egal. Aua. Uiuiui. Ja, die physischen Angriffe von denen sind eh nicht so besonders. Feuer ausweichen, sehr gut. Wo ist denn der? Achso, okay, da drüben. Hat es das nochmal getauscht. Ich müsste ihn getroffen haben, ja. Sehr nice. So, im Prinzip wäre es sinnvoll, wenn ich am Anfang möglichst viele Gegner schon mal platt mache. Aber das ist nicht so leicht. Deswegen meinten die auch, benutzt Rundumschlag oder sowas, ne? Wahrscheinlich habe ich dafür aber auch einfach die falsche Waffe. Also definitiv habe ich dafür die falche Waffe. Mit dem Speer, wo man sticht, kommt man da nicht weit. Vielleicht sollte ich echt mal auf ein Schwert gehen. Habe ich mein Schwert noch nicht? Ich habe das glaube ich damals weggehauen. Verkauft und so. Schön dumm war's. Autsch. Ach kommt, ey. Die ganze Zeit kommt nichts und dann in dem Moment, wo ich mal näher gehe an den Typ, kommen direkt 4-5 Feuerattacken. So, wer ist der Nächste? Da drüben, okay. Gehen wir schön weg. Ich sehe es nicht. Ach da, okay. Ist das ein Dicker? Ja, na super. Das Gute ist, wenn die umfallen, habe ich ein bisschen Zeit zum Draufhauen. Komm schon. Jawohl. Na, egal. Die paar Treffer, die ich hier einstecke, das spielt echt keine Rolle. Ist wieder ein Dicker. Ach, Leute. Ich bin hier echt auch ein bisschen sehr unsicher am Kämpfen. Ach, ich gehe hier jedes Risiko ein, was möglich ist, um irgendwie die Gegner platt zu machen. Aber was soll's. Ich will auch hier fertig werden, ne? Sehr schön. Wo ist er? Oh, es geht schon los. Ich muss hier echt viel angreifen, nehme ich an. Nicht großartig nur wegrennen, sondern wirklich draufgehen.
Und ich muss vor allem die da platt machen, wenn die ihre Wolken zünden. Das ist ganz wichtig. Aber Feuer, egal. Egal, einfach drauf. Jetzt brauche ich mal einen Trank. Jetzt kommt nämlich gleich wieder der Angriff mit der Wolke. Mit der großen Wolke. Ich wurde wieder getroffen. Ich bin explizit aus... Alter, was ist... Wollt ihr mich verarschen? Seht ihr das, wie viel Feuer die hauen? Ich komme hier nicht annähernd an den Typ ran. Das ist doch nicht normal. So, erstmal das mit dem Fluch verhindern. 1, 2... Ja, ist da. Ich weiß wirklich nicht, wie ich an den Hauptboss rankommen soll. Das ist mir echt ein bisschen... Zwei nur erwischt, verdammt. Und wieder getroffen. Ist denn das der Ernst, ey? Da muss ich echt sagen, ich bin hier überfordert mit dem Boss. Also ich komme auch nicht an diesen Massen vorbei. Boah. Junge, wie viele Feuerattacken kann denn da gerade? Und wieder die Nebel. Wieder die Nebel platt machen. Dringend, dringend, dringend. Es reicht, wenn ich einen davon töte, dann ist es wieder geklärt. Okay. Ich muss echt sagen, es ist schwer. Es ist heidenschwer, hier durchzukommen. Oh shit, ist schon... Wie kann denn das schon wieder oben sein? Ich habe die doch gerade erst verhindert. Ja, wehrt mich mal dem scheiß Feuer ab hier. So, davon muss ich immer mal welche töten. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Ich kann diesem Angriff nicht entgehen. Ich weiß nicht warum. Geht das nur noch mit dem Fluch, ja? Wieder zwei getötet. Aber es bringt halt nichts, was ich hier mache. Ich bin irgendwie die ganze Zeit nur dabei, diese Verfluchungen zu lösen. Und irgendwie den Angriffen auszuweichen, den heftigen. Da kam ich wieder der Angriff. Junge. Jetzt geben wir auch noch die Tränke aus. Na super. Wenn es weiter nichts ist. Das Problem ist auch, dass der Fluch überhaupt nicht rund geht. So, da kommt der nächste Fluch. Wunderbar. Ja, Feuer. Gib mir Feuer. Sehr schön. Ich bin nicht trauer. Quasi. Alter, ich bin überfordert. Ohne Scheiß. Das ist echt zu viel gerade. Ich wurde wieder getroffen. Habt ihr gesehen, ich bin eigentlich wirklich gut ausgewichen, aber ich kam nicht dran vorbei. Kannst du vergessen. So, letzter Trank. Ich habe im Boss immer noch nichts abgezogen. Und die Verfluchung geht hoch. Ja, super. Schön, dass ich den gerade nicht treffe hier. Okay, der Nebel ist weg. Wie jetzt verflucht? Ich hab's doch weggemacht. Oh, ich kotz ab, ey. Mann. Wie soll man denn da durchkommen? Ich bin überfragt. Echt mal. Keinen Schimmer, wie man das schaffen soll. Na gut, das wär's erstmal für die Folge. Ich werde in der nächsten Folge mich weiter mit diesem Problem beschäftigen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, wie ich mich hier zur Minna mache, dann bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.